Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen von YouTube. Heute wieder eine Reaction zum Satta-Hugo-Video. Ihr dürft nicht rein, ist der Titel. Ich bin gespannt, was heute mit drin ist. Die Videos sind immer sehr geil. Checkt den Dude doch gern mal aus, den Satta-Hugo. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein und dann gucken wir mal, was da heute so drin vorkommt. Bro, der sieht aus wie du, Mann. Zeig mal. Nee, ich habe kein Stirnband. Oh ja, doch, okay, das sieht so 1:1 gleich aus. Hey, wieso? Wieso ist der accurate? Nee, der sieht schon sehr aus wie du, Bruder. Halt. Guck dir den mal an. Doch, 1:1 passt. Guckt euch die Nase an. Die passt 1:1. Gut, die Augenbrauen sind ein bisschen übertrieben, aber auch die fast Glatze passt auch. Gut, hier unten der Bart. Aber, okay. Wasserbombe, Digga. Und wie lässt was hat... Das ist doch Quatsch. Oh, oh. Oh, geil, das Tabasco-Shot, das ist immer noch runtergekommen. Oh, nein. Oh, jetzt ist er auch völlig vorbei. Als wenn es nicht schon reicht, dass er Wäscheklammern im Gesicht hat. Nein, er zieht Headset runter, schmeißt damit sein Glas um und macht Randale pur. Komm, schmeiß das Rad aus dem Fenster. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Herzlich willkommen, das ist unsere Kabine. Paul, bist du da? Da ist er. Hey, wir sind da. Wir sind da, wie geht's? Das hier ist es. Schaut euch das mal an. Wir haben ja, das muss ich ja dazu sagen, wenn wir irgendwo gebucht sind in der Diskothek oder wenn ein Auftritt ist, gibt es so einen Tourrider. Da steht dann immer drin, ich habe das nie gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Da steht dann drin, was zu trinken, der trinkt dies, der trinkt das. Dann haben wir uns gedacht, lass uns die auch ein bisschen verarschen. Ich will bei jedem Auftritt ein gerahmtes Bild vom Sonnenkönig aus Versailles. Das kann man machen. Und dann komme ich heute hier rein und guck und denke mir, what the f***, das gerahmte Bild vom Sonnenkönig aus Versailles mit meinem Gesicht. Oh ey, wir kommen hier, hey, was ist hier los? Hier ist Party, wie geil. Gefühl, ich, ja, ich gehe jetzt rein, Schuhe aus, ins Bett. Papa ist da. Aha. Alter, was machst du denn hier? Ich gehe jetzt raus, ich will jetzt raven. Ah, dann mach doch mal was Tollpatsching. Ich glaube auch, manche denken sich, das ist irgendwie so ein Zirkustier, dass du auf Befehl dann einfach so völlig random auf die Fresse fällt. Komm, lehn dich ruhig an hier bei mir. Ey, ich finde am allergeilsten, wie einfach hier dann auch so ein Geldschein rumliegt. Oh, hier, bei mir liegt auch einer. Was, ey, warum? Yo. Na, ich deck mich immer mit Geld zu. Ich schlafe mit dem Geld. Das ist jetzt Hugo mit in seinem Video wieder machen, wie ich hier neben dir liege. Wir sehen uns nochmal wieder, mein Bester. Danke dir auch fürs Einschalten. Du brauchst auch nicht so viel anziehen, wenn du in mein Zimmer kommst. Hier ist doch warm, oder? Findest du nicht, hier ist warm? Lusse? Ja, ein Teil könnte ich schon ablegen. Einmal erleben, einmal fühlen. Oh, Sido ist so sympathisch, ehrlich. Ach, so gut kennen wir uns auch gar nicht, dass die mir einen Schritt fest. Oh, die erlebt sowas. Die mir einfach einen Schniedel gepackt. Die packt mir einfach so und ich denk, Mensch. Der ist ja nicht mal halb steif. Nein, aber was ich meine. Guck mal, wie das passiert ist. Nee. Das haben wir abgeschickt, guck mal. Ist das deine Flamme, oder? Nee. Aber die ist trotzdem geil. Ganz ehrlich, Knossi hat ja angefangen zu streamen, am Anfang alles Mögliche. Jetzt ist er ja mittlerweile im Fernsehen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr mehr bei ihm fühlt. Aber ich finde, dieses im Fernsehen mit Knossi ist einfach immer Unterhaltung pur, ne? Ich finde, er blüht da so heftig auf. Das ist so geil mit ihm. Jetzt passiert, Alter. Bist du jetzt auf die Schnauze geflogen? Hast du das gesehen, wie mein Kumpel hier sich gerollt hat? Ich hoffe, Sie hatten eine wunderschöne Zeit in Kopenhagen und wir begrüßen Sie alle recht herzlich zurück. Ansonsten viele Grüße an alle und mich treffen Sie wie immer heute Nacht an sämtlichen Bars und in sämtlichen Diskotheken. Klar, ist überall gleichzeitig. Wir werden am Samstag Party feiern auf dem Mark Forster Konzert auf der Bühne in einem Glaskasten in der ausverkauften Lanxess Arena, Bro. Das wird sehr geil. Dave ist dabei, Toni ist dabei, Hank ist dabei, leider. Hank Burden. Leider. Bro, Alter. Bro. Was? Digga, was ist das? Was mit dem Auto passiert? Das ist ja so wie auf unserem Balkon, wenn der Vogel mich wieder triggern möchte und den ganzen Dreck da fallen lässt. Ganz ehrlich, er scheißt das Auto hier voll und bei uns macht er den Balkon dreckig. Ich werd wahnsinnig. Passiert. Das macht eine PTSD, Bro. Wieso wäschst du das nicht ab? Da muss wirklich eine ganze Vogelfamilie Bro, richtig hassen. Da hinten sind so Rentner. Wir können zu denen gehen. Ey, Rita, Rita hat wieder hingefallen. Das ist krank. Ich lauf
ganze Zeit ohne Probleme. Die Kamera kommt auf mich, ich fall hin. Nicht ausrutschen. Nein, nein. Heute fahre ich nicht hin. Chat, Falli, werde ich heute hinfallen? Ich hoffe nicht. Wollt ihr hier rechts rum? Das ist eine richtige Party, Miguel. FC Köln. Ganz so Leben. Komm aus der Grill. Für den. Nein! Nein! Nein, wir haben neues. Was ist wir nicht passiert? Nein! Schaut doch mal dieses Loch! Heute fahre ich nicht hin. Wir sagen, wir gehen einfach mal rein. Bis. Wie kann man so viel Glück haben, Alter, und jedes Mal auf die Schnauze fallen? Egal bei was. Ja, Malla, ich sag ehrlich, tut mir übel zu leid, ne? Der YouTuber Dave Interview. Nein, du bist besoffen. Ja, ja, ja. Alles klar. Einfach eine Backfist. Er geht schon aufs Mark Forster Konzert, wo sowas eigentlich nicht passieren sollte, okay? Steht da mit seiner Begleitung, denkt sich nichts Böses und trotzdem kriegt er eine Backfist. Ich darf offiziell verkünden, dass der neue Song von Mark Forster der offizielle EM-Song der ARD ist. Wird alles gut. Diese Fußball-Skills, bitte lass mich überreden. Boah, was? Ihr grillt da hinten drauf? Wie cool! WTF, wie geil ist das denn? Hinter sich her. Das ist ja insane! Vatertag feiern. Stell dir vor, ihr rudert da mit so einem Boot rum und habt einfach einen Grill dabei. Wie geil ist das denn bitte? Einfach Bratwurst immer am Start. Mega geil! Aber keiner von denen ist Vater, genau mein Humor. Ne? Manche Schuhe wissen wir jetzt nicht genau. Wir feiern einfach mal so nach Bauchgefühl, weil manche Schrubbel ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Wir sind gleich dran, Schrubbel, überleg dir mal, was du willst. Moin Leute, wir sind bei der Café Kanale in Hamburg und bestellen uns jetzt auf dem Kanu was zu essen. Alter, Roman, wie Alter, geil ist das denn? Drive-in mit dem Boot. Frei im Gegenzug dann irgendwie für eine Story oder so. Ich mach doch Film besser. Mein Gott, wie soll ich denn noch... Wie soll ich das den denn noch filmen, Alter? Ich bin auch irgendwie zu dick für das Kanu. Also, er kommt nie wieder da raus. Ich hab ne Bockwurst bestellt. Ich bin nur die. Das kann sie wieder nehmen. Das kann sie wieder nehmen. Was stimmt denn mit ihm nicht? Nimm doch das Brötchen dazu. Was ist denn los mit ihm? Lass einfach auf dem Tablett. Ja, was soll ich denn machen? Tu die Wurst kurz hier hin. Alter, ist doch nicht Trimix sein Ernst. So ein richtiger Christian-Move. Digga, wie viel habt ihr denn bestellt? Wie dann sieht fresh aus hier. Ich glaube, die OMR ist richtig teuer. Ich glaube, ein OMR-Ticket kostet irgendwie so 200 Euro oder so, Bro. Ich glaube, du bist da wirklich an so einer Sugar-Mama dran. 500 Euro? Wow. Wenn ihr Bock drauf habt, dann gucken wir uns ein bisschen eine Messe an, die 500 Euro kostet. Also vielleicht interessiert das euch. Die ist echt teuer, die OMR. Und mal gucken, vielleicht gibt es so ein, zwei interessante Gespräche mit Multimilliardären, die meinen Twitch-Channel kaufen wollen. Ja, genau. Oh, jetzt fährt hier auch noch ein Fahrradfahrer vor uns. Ach, das ist ja gar kein Fahrradfahrer. Wie geil ist das denn bitte? Da kriege ich schon wieder ein Flashback. Ich bin in Berlin Auto gefahren und irgend so ein Penner stellt sich mitten auf die Straße, dass ich abbremsen musste und anhalten musste. Dann quatscht er mich erstmal durchs Fenster voll an. Freundin noch nebendran. Und labert mich voll, ob ich ihn mitnehmen kann. Was ist denn mit ihm verkehrt? Ich sag so, geh mal weg, lass mein Auto in Ruhe, fass es nicht an. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis er dann weggegangen ist? Alter, locker 5 Minuten. Und dann ist er nur so ein Stückchen zur Seite gegangen, dass ich schon Angst hatte, dass ich über seine Füße fahre, Alter. Ziehst du dich ans Auto oder was ist hier los? Einen wunderschönen Samstagnachmittag und herzlich willkommen auf dem OMR. Wenn ihr Amazon Prime mit eurem Twitch-Account verknüpft, könnt ihr kostenlos einen Prime-Sub dalassen. Ihr supportet einen Rentner-Streamer. Rentner. Was würdest du schätzen? 41. Oha! Kurz Bild gesprengt als Zuschauer. Ich höre die Möwen singen am Hafen. Wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Und wenn ich gehe, ich komm bin wie ein Komet. Was ist denn bitte? Hey, was ist denn das? Wow, cool, danke schön. Was habe ich denn hier gerade bekommen? We help to build your identity. Steht sie noch hinter mir?
Da liegt genau die Anzelle. Wir gehen in die andere Halle, wo Kim Kardashian lag. Dieser Moment, wenn du auf Messe bist, irgendeinen Flyer in die Hand gedrückt kriegst, einmal drauf guckst und dir so denkst, oh nee, was soll ich denn damit? Und den nächsten Mülleimer suchst. Ich schwöre, es wäre so King, wenn du Flitzenritzer machst. Wie gesagt, ist halt aktuell voll. Ja, egal, wir gehen Backstage einfach. Ich wüsste Bescheid. Kommt ihr den Backstage rein? Du weißt Bescheid. Ja, klar, natürlich. Ich soll einmal die Tür aufmachen und jalla. Bitte? Ja, wir gehen in den Backstage von hier. Er muss einmal kurz die Leute anfangen. Oder der weiß Bescheid. Ja, aber wir können ja jetzt nichts machen. So. Jalla. Da sitzt Kim Kardashian. Er hat einfach keine Chance gehabt. Das ist sie? Ich dachte, der hat schwarze Haare. Trimax ist auch immer anders bei so Events und so. Ich habe einmal Trimax in meinem Leben gesehen, das war auf der Bootshaus-Party so, da können alle hingehen, Streamer, Zuschauer, alle nach der Gamescom. Bruder, der hat sich einfach fünfmal hintereinander bei mir vorgestellt. Der ist einfach fünfmal zu mir gekommen und hat gesagt, was geht, Mann, ich bin Trimax. Und dann hat er das einmal nach fünf Minuten wieder gemacht. Hallo, du Trimax hier. Hallo, Trimax hier. Moin, Trimax hier. Geil. Wieder sehr geiles Video von dem satten Hugo. Richtig geil. Nice. Jo, Leute. Lasst ein Like da bei dem lieben satten Hugo. Ich fand das Video wieder sehr geil. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, aufs nächste Video. Und ich hoffe, ihr auch. Bis denne, euer Shadow TV. Ciao.